Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute haben wir euch passend zum Sommer das Erlebnisbad mit Sprudelwall von Playmobil mitgebracht. Yay, rein ins Wasser, komm Mami! Na dann schauen wir mal, was es zu entdecken gibt, mein Kind. Ah, oh, wie schön das planscht. Erstmal abkühlen, bevor es ins Wasser geht. Es gibt doch nichts Schöneres, als in einem Pool zu schwimmen. Oh. Okay, Leute, und ich zeige euch jetzt erstmal meinen coolsten Sprung. 2, 3, platsch! Das war so cool. Na, warte, mein Kleiner, das kann ich auch noch. Hey! Oh, cool, Papi, jetzt die Rutsche. Hey, ich habe eine Idee. Lass uns doch mal zusammenrutschen. Du bist jetzt vorne, ich komme hinten dran. Alles klar? Oh ja, Papa, das ist eine tolle Idee. Warte. So, bist du bereit? Nanu, da bist du mir ja davongerutscht, du kleiner Schlingel. Sorry, Papa. So, ihr Lieben, ihr habt gesehen, was es nicht alles Cooles auf dem Schwimmbad zu entdecken gibt. Wir haben hier eine schöne Dusche, mit der man sich vorher abspülen kann. Die ist sogar wirklich funktionsfähig, also es kommt tatsächlich Wasser aus dieser hinaus und auch eine richtig tolle Rutsche, bei der Wasserspaß garantiert ist. Außerdem habt ihr ja gesehen, wie Papa und Sohn vorm Sprungbrett runtergesprungen sind und richtig coole Sprünge gezeigt haben. Na, dann lasst uns das Ganze doch mal auspacken. Also an der Seite wieder die Öffnung. Tada! Sind gar nicht mal so viele Kleinteile wie sonst bei Playmobil. Wir haben wieder verschiedene Verpackungen, in denen alles sortiert ist. Und hier haben wir auch die Anleitung. Oh, und das Hauptteil unseres Schwimmbads, das Schwimmbecken. Ich sortiere euch das mal alles und fange mit dem ersten Päckchen an. Zack, zack. Da befindet sich nämlich die Anleitung drin, bei der ich Schritt für Schritt nachlesen kann, wie wir unser Schwimmbecken aufbauen müssen. So soll das Ganze also später aussehen. Schauen wir mal grob durch. Ja. Also hier müssen wir die Fontäne, den Wald draufsetzen. Na, also das sieht doch wirklich gar nicht so schwer aus. Ich glaube, das kriegen wir schnell und einfach hin. Ich freue mich schon und will endlich loslegen. Wisst ihr was? Ich fange mal mit dem schönsten Teil an. Ich dekoriere nämlich unser Schwimmbecken jetzt erstmal. Wie wäre es denn hier an der Seite mit den wunderschönen Delfinen und der Sonne in der Mitte, die so ein bisschen wie so ein Mosaikmuster nennt man das aussehen. Das heißt, es sind kleine Steinchen zusammengesetzt, die dann insgesamt ein schönes Bild ergeben. Also das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Zur Vorbereitung stecke ich schon mal diese kleinen gelben Steckerchen an die Seite hinein. Aber weiter geht's jetzt erstmal mit dem Sprungwall in der Mitte, der so lustiges Wasser spritzen kann wie aus einer Fontäne. Dazu braucht man dieses runde Teil. Durch das wir in der Mitte diesen Schlauch schieben, den verbinden wir mit dem Außenbecken. Ich zeige euch das mal hier an der Seite. So, das schieben wir da durch. Na, wer hätte gedacht, das passt natürlich perfekt in die kleine runde Form von unserem Schwimmbecken. Ich schnapp mir den lustigen Wal, mach den zusammen und setze den auf den Stab in der Mitte. Na, ein bisschen drehen, jetzt hält er eigentlich ganz gut. Das ist unser lustiger Sprudelwal. Der wird später wie verrückt Wasser durch die Gegend spritzen. Warnt also eure Mama schon mal vor und nehmt am besten im Kinderzimmer ein Handtuch mit. So, hier sind unter anderem zwar auch Bäumchen dabei, aber ich fange mal an mit diesem blauen Behälter, sag ich mal. Das gibt nämlich gleich unsere coole Dusche. Ihr kennt das ja sicher, wenn Mama oder Papa euch sagen, bevor ihr ins kalte Wasser springt, erstmal den Körper kurz abkühlen, damit er sich an die Temperatur vom Wasser gewöhnt. Sonst ist es doch ein bisschen zu kalt, wenn man gleich ins kalte Wasser springt. Oh, schaut mal, kann man drauf rumdrücken. Das ist wie so eine kleine Pumpe, aus der ihr Wasser rausspritzen könnt. So, und das ist jetzt quasi der Duschstab. Auch hier brauchen wir wieder so einen Schlauch, den wir ja auch schon bei unserem Sprudelwall benutzt haben. Da wird nämlich dann Wasser durchgepumpt. Das verbinden wir jetzt hier unten mit der blauen Station. Damit das auch ordentlich Wasser aufnehmen kann, setzen es hier an die Seite in das kleine Becken. Ja, und dann müssen wir eigentlich nur noch unsere Schläuche verlegen.
So, das ist jetzt eine kleine Fuddelarbeit. Das geht vielleicht mit euren kleinen Händchen einfacher als mit meinen großen Fingern. Jetzt wird nämlich noch der Schlauch da unten reingesteckt. Okay, wir haben den Sprudelwal, wir haben eine kleine Dusche. Was fehlt natürlich in einem Schwimmbad? Na klar, ein cooler großer Sprungturm, von dem wir unsere besten Sprünge zeigen können. Seid ihr schon mal von einem Sprungturm gesprungen? Von einem 1 Meter oder sogar wie hier von einem 3 Meter Brett? Hui, da sieht immer alles so klein aus, wenn man von oben hinunterschaut. Aber es macht riesen Spaß, seine Kunststücke zu zeigen. Oder was meint ihr? Naja, zurück zur Dusche. Die braucht noch so eine Verkleidung, damit man unten diesen Schlauch nicht sieht. Das sieht ja nicht ganz so schön aus. Und vor allen Dingen kann man da ja auch nicht ordentlich drauf stehen. Durch dieses Gitter läuft später das Wasser von der Dusche ab. Und auch außen herum verstecken wir das Ganze unter einem gelben Boden. Zurück zum Sprungturm. Da werde ich jetzt mal einen Zaun herumbauen, weil es ist ja doch ein bisschen hoch da oben und gar nicht mal so ungefährlich, wenn man da oben rumspielt. Also bitte schön aufpassen, wenn ihr ins Wasserbecken springt. So, der letzte Zaun ist fest, für die Sicherheit ist gesorgt. Aber wie sollen wir ohne Leiter auf den hohen Turm kommen? Deswegen befestige ich euch an der Seite noch eine Leiter. So, und damit das Ganze auch ein bisschen hübsch bei uns aussieht, baue ich euch noch schnell ein paar Pflanzen zusammen. Das machen wir jetzt mal kurz im Schnelldurchlauf. Palme Nummer 1 und Palme Nummer 2. Ach, jetzt sieht's aus wie im Pool am Sommerurlaub. Oh, fahrt ihr in den Sommerurlaub dieses Jahr? Nun gut, eine Attraktion fehlt noch in unserem Schwimmbad. Ja, eine Wasserrutsche! Diese geht auch vom Sprungturm hinunter in das Wasserbecken und garantiert größten Spiel- und Wasserspaß. Als letztes soll sich noch unsere kleine Familie wohlfühlen, die wir schon am Anfang gesehen haben. Das kleine Baby bekommt einen Sonnenschutz auf. Ach, der Papa macht sich schon mal im Schwimmbecken gemütlich. Und die Kinder warten draußen auf ihre Mama. Mensch, hat die aber einen schicken Bikini an. Und guckt euch erst die Sonnenbrille an. Wahnsinn, an was hier alles gedacht wurde. Von den Schwimmflügeln bis zur Sonnenbrille. Ich würde sagen, raus in den Garten mit euch oder ein Handtuch mitgenommen und Wassermarsch! Aus der Dusche und dem Sprudelwald sprudelt das Wasser in fröhlichen Zügen. Viel Spaß! Klickt hier für mehr tolle Geschichten.